Hello. Hello. Hallo. Ich habe mir heute mal wieder Nils als Verstärkung geholt. Und zwar, weil wir mir heute die Haare pink färben. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie meine Haare darauf reagieren werden, auf die Farbe. Es gab nämlich noch, da waren so Kategorien und es stand so für blonde Haare, für dunkelblond, für braun und für sehr dunkle Haare halt. Und die Kategorien für braune Haare, die Farben, sahen zwar auch sehr cool aus, aber da stand halt drin, wenn Blondinen die benutzen, dann sind die sehr viel intensiver und halten auch viel länger. Und davor hatte ich ein bisschen Schiss, deshalb habe ich die aus der Dunkelblond-Kategorie genommen. Und das ist hier so ein pinkes, das ist von L'Oreal die Color Restar Farbe Washout One Week Color. 2 bis 3 Wäschen soll das aushalten, Haarwäschen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das in meinen Haaren aussehen wird. Ich habe mir noch nie die Haare in irgendeiner Farbe gefärbt, auch nicht in irgendeinem Blond oder irgendwas. Das ist meine Naturhaarfarbe. Hoffentlich verhaust du das nicht, dass ich total scheiße aussehe. Ey, du musst das doch noch lesen. Ja, du kannst Quatsch, auch hier lesen. Ich mach das gleich einfach da drauf. Nee, wir packen erstmal die Handschuhe aus. Vorsicht. Tun Sie das nicht? Und tun ja, Sie das auch? Verarsch mich doch nicht. Oh, guck mal, das ist hier so Step für Step. Oh, wie cool. Ombre Look. Full Head Look, Ombre Look, Highlights Look. Okay, wir wollen Full Head Look, oder? Ja. Wir können ja nochmal andere Farben machen, wenn wir darauf Bock haben. Diese Handschuhe sind so elegant. Ich meine. Wer hat so große Hände? Was zum Teufel? Massiere die Farbe in das Haar ein, bis es völlig bedeckt ist. Ich würde es einfach so ein Strähnchen machen, oder? Ja, einfach einmassieren, bis die ganzen Haare einmassiert sind, ne? Und was stand da? 2 Finger breit am Abstand zu den Ansätzen. Gibt es da eigentlich irgendeine Technik oder? Du sollst das doch lesen! Wie jetzt? Gibt es da irgendwie eine Technik? Sorgentin viel pink. Oh, das ist aber voll doll pink. Oha, kann man das sehen? Gar nicht, das sieht gar nicht aus wie in der Packung. Jetzt. Das sieht krass aus. Scheiße. Ich hab da echt ein bisschen Angst vor, dass das blöd aussieht. Übrigens habe ich Nils gezwungen. Ich habe schon eine Farbe gekauft, ihm die Haare auch pink zu färben. Wenn ihr daran interessiert seid, solltet ihr dieses Video fleißig liken. Wenn es ganz viele Likes hat, dann machen wir das. Ich kann es auch ich habe es fast fallen lassen. Oh mein Gott. Wie muss ich denn eigentlich danach machen? Muss ich es dann auswaschen? Spüle mit angezogenen Handschuhen deine Haare gründlich aus, bis das Wasser klar ist. Du brauchst keinen Pflegebalsam anzuwenden. Trockne und style einfach dein Haar. Okay. Ich finde das voll cool, dass es hier so ein Bildershows abgebildet ist, wie man das machen soll. Heute Abend werden mich alle auslachen auf der Party. Wir gehen heute Abend übrigens noch auf eine Party, also wenn das richtig scheiße aussieht, dann wird das richtig witzig heute Abend. Wie sieht's denn aus? Sieht's sehr pink aus? Ja, es wirkt eher schon so bräunlich. Hä? Oh Gott. Schon dunkel aus bei ihr, ne? Aber sie hat auch braune Haare. Wir müssen, glaube ich, sehr viel mehr Farbe benutzen, aber wenn ich noch viel mehr Farbe nehme, weiß ich nicht, ob wir alle deine Haare schaffen, Baby. Also bis jetzt sieht es noch nicht so cool aus. Mann! Ist ja voll der Profi-Schatz. Das wahre Ergebnis zeigt sich dann aber erst. Woran sieht man denn, ob es gut oder schlecht ist? Wenn es fleckig ist, ist es schlecht. Okay. Du würdest auch gut aussehen mit pinken Haaren. Also es wird wahrscheinlich so strähnig werden, weißt du, was ich meine? Meinst du? Also sonst müsste ich viel, viel mehr davon benutzen, glaube ich, damit es wirklich so einheitlich wird. Das sieht eigentlich gut aus. Da kommt es mir nur so vor. Vom Weiten. Sieht von Weitem gar nicht nach pink aus. Oh nein, ich hab Schiss. Au, was in meinem Gesicht? Sorry. Bist du hinten denn schon durch mit allen Haaren, oder? Nö, es ist voll durcheinander. Also du siehst mehr blond aus als pink gerade. Jetzt wird's aber wirklich langsam leer. Erstmal das und dann schüttel ich noch ein bisschen. Okay, warte, ich kann dann auch versuchen, noch ein bisschen mehr rauszukriegen. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Sieht nicht so gut aus. Ich glaube, mehr kommt nicht mehr raus. Nein! Das steht jetzt, glaube ich, 15 bis 20 Minuten einwirken lassen. Vielleicht machen wir einfach mal 20, damit wir vielleicht auch noch ein bisschen pink rauskriegen. Wird ja jetzt eh fleckig. Ne? Oh Mann! Du machst mir echt kein gutes Gewissen bei der Sache. Und wenn es kaum klappt, dann müssen wir nochmal in die Drogerie gehen und eine krassere Farbe kaufen fürs nächste Video. So, ich habe meine Haare jetzt mal hochgebunden. Das Ergebnis ist folgendermaßen ein bisschen enttäuschend. Ehrlich gesagt haben wir wirklich damit gerechnet, dass es viel krasser wird. Und es ist, also meine Haare haben das Pigment anscheinend überhaupt nicht gut angenommen. Man sieht so ganz leicht, es sieht eher aus, als hätte ich jetzt so
rötlichere braune Haare. Also ich werde es definitiv, wenn ihr Bock habt, nochmal mit einer anderen Farbe versuchen, die ein bisschen stärker ist. Es gab ja so stärkere Farben. Und auch gerne, wenn ihr wollt, kommentiert mir mal Farben, die euch interessieren würden, wo ich mir die Haare mal färben soll, zum Beispiel blau oder irgendwelche anderen Farben. Denkt daran, das Video zu liken, wenn ihr wollt, dass ich nächstes die Haare pink färbe. Und dann hoffe ich, dass euch das Video trotzdem unterhalten hat. Hier unten seht ihr meine Social Media Seiten. Könnt mich auch gerne abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüssi! Ciao!